Ich begrüße Sie in der dunklen Akademie. Meine Behauptung, Frauen seien keine sozialen Wesen, Männer hingegen schon, hat für ein bisschen Aufregung gesorgt. Ich lasse mich da gern belehren, mit mir diskutieren. Ich glaube, in den Filmen von Jim Jarmusch, nun keine Beweise, aber immerhin Indizien gefunden zu haben, dass ich mit meiner Einschätzung da nicht ganz falsch liege. Ich beginne mit dem Film Night on Earth von Jim Jarmusch aus dem Jahr 1990. Dies ist ein Episodenfilm, in dem die Schicksale verschiedener Taxifahrer in den verschiedenen Regionen der Welt erzählt wird. Die Episode, auf die ich mich hier beziehe, das ist die Theateragentin, Filmagentin Gina Rowlands spielt sie, steigt in ein Taxi, in dem die junge Winona Ryder sie fährt. Eine weibliche Taxifahrerin 1990, noch ziemlich sensationell. Und diese beiden Frauen teilen während dieser Episode eben dieses Taxi. Was ich sehr auffällig finde, ist, wie Jim Jarmusch auch in anderen Filmen, aber hier insbesondere, die totale Unfähigkeit von zwei Frauen schildert, miteinander zu kommunizieren. Es beginnt ganz am Anfang mit Gina Rowlands, die eine frühe Form von Mobiltelefon benutzt und schon da dieses Zeichen dieses absolut asozialen in der Gegenwart anderer Menschen telefonieren, anstatt zu kommunizieren. Das ist also Antikommunikation. Nun, die beiden Frauen kommen ins Gespräch. Es ist eine lange, langweilige Taxifahrt durch die nächtlichen Straßen von Los Angeles. Aber sie reden einander vorbei. Der große Handlungsrahmen, der Spannungsrahmen sozusagen, die Filmagentin Gina Rowlands entdeckt in dieser von Winona Ryder wundervoll dargestellten Taxifahrerin einen ganz echten, natürlichen Typus. Ja, wie gemacht für den Film. Und tatsächlich ist diese Rolle auch der Durchbruch für Winona Ryder gewesen. Das Paradox ist nun, gerade weil diese Taxifahrerin so authentisch ist, hat sie kein Interesse daran, ein Filmsternchen zu werden. Also trennen sich die Agentin und die Taxifahrerin wieder. Die Unfähigkeit, miteinander zu kommunizieren, finde ich am besten beleuchtet in ganz, 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 ganz kleinen Satz. Also, die Agentin telefoniert mal wieder und die junge Taxifahrerin bekommt mit, dass Gina Rowlands nicht nur berufliche, sondern auch persönliche Probleme hat. Und dann macht sie diesen Spruch, ja, ja, die Männer. Man kann nicht ohne sie leben, aber mit ihnen auch nicht. Und dann lachen sie beide und denken, sie würden sich auf die Schulter klopfen und ein Verständnis haben, aber gerade diese furchtbare Binsenweisheit beweist, dass sie überhaupt keinen Grad der Verständigung erreichen. Ich gehe jetzt ein paar Jahre zurück, 1986, der Film Down by Law. Down by Law zeigt nun Männer, die miteinander kommunizieren, obwohl sie sich eigentlich fest vorgenommen haben, nicht miteinander zu kommunizieren. Zur Handlung ein Zuhälter, gespielt von John Lurie, und ein Kleinganove, dargestellt von Tom Waits, werden zusammen in eine winzige Gefängniszelle gesperrt. Und der von John Lurie gespielte Zuhälter verachtet seinen Mitgefangenen, will nicht mit ihm kommunizieren, macht das im ersten Satz klar. Gleich in der ersten Sekunde sagt er zu ihm, du existierst nicht. Und der Kleinganove ist da gar nicht beleidigt, lässt sich da nicht einschüchtern, sondern sagt nur, aha, ich existiere nicht. Der Tisch da existiert nicht. Der Stuhl existiert nicht. Diese Gitterstäbe existieren nicht. Und natürlich, es ist absurd, natürlich existiert er. Und obwohl der Zuhälter eine Weile durchhält, kommt es, wie es kommen muss, die beiden Männer fangen an, miteinander zu kommunizieren. Sie reden miteinander. Das bleibt nicht konfliktfrei, sie werden keine Freunde, sie sind nur zusammengeschweißt durch die Situation. Es kommt sogar zu einer Schlägerei zwischen den beiden. Aber in dem Moment, wo ein dritter Mithäftling hinzukommt, da sind die beiden wieder ein Herz und eine Seele. Denn jetzt gilt es, ihre Zweisamkeit gegen den neuen Eindringling zu verteidigen. Und jetzt geht das Spiel von vorne los. Der dritte Mann, dargestellt von Roberto Benigni, wird anfangs ausgegrenzt,
Aber natürlich früher oder später bricht das Eis und die drei bilden ein Team. Wer den Film gesehen hat, erinnert sich, I scream, you scream, we all scream for ice cream. Und dann kommen sie frei. Die Situation ist eine andere, sie trennen sich wieder und um zu zeigen, dass sie keineswegs gute Freunde sind, sagt der Zuhälter zu dem Kleinganoven an einer Weggabelung, bitte sag mir, welche Richtung du nimmst, dann schlage ich den anderen Weg ein. Also sie hassen sich weiterhin herzlich, aber die Situation, in der sie sich befunden haben, hat sie dazu gezwungen, sich zusammenzuraufen. Ja, um Missverständnisse zu vermeiden, ich bin hier nicht der, der immer recht hat. Ich lasse mir gerne auch andere Meinungen sagen. Ich möchte eigentlich nur damit auch Sie anregen, sich zu überlegen, wie viel man rausfinden kann, wenn man einfach sich Filme anschaut, Augen und Ohren offen hält und ein bisschen nachdenkt. Wenn ich jetzt noch einen lästerlichen... Ja, da fällt mir noch ein. Flucht in Ketten, das ist auch so eine Geschichte. Zwei Männer, aneinander gekettet, entkommen aus einem Straflager. Und da sie ja im wahrsten Sinne des Wortes aneinander gekettet sind, kommen sie nicht voneinander los, müssen miteinander klarkommen. Und das wird in dem alten Film noch dadurch verschärft, dass der eine ein weißer Mann, der andere ein schwarzer Mann ist. Ja, jetzt stellen Sie sich mal vor, wir können ja jetzt einen Film machen, in der zwei Frauen aneinander gekettet sind. Nein, ich glaube, das machen wir besser nicht. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.